Hallo, liebe Zuschauer, zum heutigen Abschluss JFD Live TV Ausblick auf die Märkte. 1600, 8. Mai am Nachmittag, die Nerven von Parables liegen hinter uns, sind gut ausgefallen im Rahmen der Erwartung, Arbeitslosenquote gefallen, neu geschaffene Stellen gestiegen. Das hatten wir vorhin in der Live-Bewertung ja begutachtet. Was macht der DAX? Er steigt. Euro-US-Dollar hat sich zwischenzeitlich ein Stück weit erholt, aber scheint mir hier immer noch auf dem Weg Richtung Süden zu sein. Grund genug jetzt auch mal hier nach der Beschau von vorhin im reinen 5-Minuten-Chart hier nochmal auf die klassische Charttechnik zu achten. Interessant hierbei, und da gehen wir jetzt direkt mal zu dem DAX, der hier gute 2% im Plus ist, jetzt jüngst auch ein neues Tageshoch wieder gemacht hat. Und wenn Sie sich daran erinnern, die Aussage von heute Morgen war ja jene, wenn wir hier eben ein neues Tageshoch machen und das geschah live zur Sendung der Non-Farm-Payrolls, dann sieht es so aus, als würde der DAX auch weitere Performance nach oben erzielen können. Das hat er gemacht. Wir sind jetzt hier im Daily-Schnitt angelangt. Gute 250 Punkte nach oben gelaufen. Wir haben jetzt hier den Wochenpivotpunkt aktuell zwar überwunden, aber es wird so langsam und langsam aber sicher ein Stück weit dünner. Und hier das graue Szenario ist entsprechend aktiviert worden. Im Ausdehnungsfall, wenn die Amerikaner jetzt hier weiter nach oben streben, S&P 500 ja mit einem guten Prozent plus im Gewinn, dann kann es hier zu einem Test auch nachbörslich, das ist hier die 24-Stunden-JFD, die Indikation zum Test dieses Widerstandslevels hier kommen, was hier sehr signifikant daherkommt, eben 11.700, 11.710 Punkte. Rein von der Daily Range ist der DAX aber jetzt schon erschöpft. Also das heißt, im Schnitt der letzten 14 Tage haben wir hier die Daily Range jetzt voll ausgeschöpft und jetzt ist das praktisch alles nur noch ja, ein extra Jackpot, wenn er hier nach oben anfängt zu steigen. Was soll jetzt noch kommen auf die letzten anderthalb Handelsstunden bis zum Xetra-Schluss? Das ist die Frage. Hier können nur die Amerikaner helfen, wenn sie weiter emporsteigen, dann dürfte das auch der DAX tun. Aber wir haben hier oben Widerstandsbereich, der am Montag interessant werden dürfte. Da ist es eben dann hier an der Zeit zu sehen, was macht der DAX, wenn wir hier tatsächlich Richtung 11.700, 11.710 Punkte steigen. Das Risiko einer Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung ist zweifelsohne gegeben. Der DAX hat hier aktuell lediglich einen korrektiven Erholungsimpuls, der sich natürlich auch zu einem ja, neuen Aufwärtstrend entfalten kann. Aber man muss abwarten, was eben hier passiert. Der Ausbruch ist geglückt, die Gewinne sind da, aber reicht es auch für eine nachhaltige Umkehr? Da will ich hier an dieser Stelle nochmals auf diese Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch hinweisen. Und das wäre praktisch gesehen entweder heute im außerbörslichen Geschäft oder in der kommenden Woche am Montag ja eine Punktlandung, wenn der DAX eben doch noch Richtung 11.700, 11.710 Punkte ansteigt. Das wäre zumindest jetzt auch hier über die aktuelle ausgeschöpfte Range hinaus ein mögliches Ziel, ein kurzfristiges. Also 50 bis 60 Punkte sind hier durchaus noch drin. Dann da oben aber hier die Risiken einer Umkehr definitiv gegeben. Praktisch Umkehr in Richtung neuer bzw. der jüngsten Tiefs. Das mal mit Betrachtung der aktuellen Situation. Also hier, das ist gut möglich. Da muss man eben sehen, was wie der DAX sich dann im Anschluss verhält. Aber die Wiederaufnahme des Abwärtsimpulses im Sinne dieser Abwärtstrendlinie ist meines Erachtens durchaus gegeben. Könnte dann entsprechend so aussehen, wenn der Markt hier nicht nach oben ausbricht. Das wäre praktisch Plan B. Gehen wir über 11.700 deutlich raus, 11.800 etc., dann muss man hier sicherlich den Gedanken hegen, dass der Markt dann hier auch wieder Richtung 12.000 und höher steigen will. Das wird natürlich alles nicht mehr heute passieren, aber tendenziell mal hier mit dem Blick auf die kommende Woche sieht das schon mal so aus, als hätte der DAX hier mögliche Chancen, ja, nach oben doch noch auszubrechen. Ich sehe sie aber eher als gering an. Also da muss schon wieder was passieren, dass hier die Notenbanker oder dergleichen hier nochmal einen schönen Auftrieb geben. Rein technisch sehen die Amerikaner ohnehin sehr, sehr interessant aus. Deswegen wollen wir auch jetzt gleich mal auf den S&P 500 blicken, der im Prinzip hier das Rüstzeug hat, den DAX hier weiter nach oben zu heben. Und wenn es einen Ausbruch gibt, dann vollziehen den sicherlich die Amerikaner zuvor. Und der DAX dürfte dem nachlaufen. Hier S&P plus 1,13%. Wir sehen hier die aktuellen Bewegungsimpulse. Gestern der S&P 500, auch hier mit der Annahme, das ist schön gelungen. Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie oberhalb von 2081,50 Punkten wurde hier im Long Setup favorisiert. Auch das hat zugetroffen. Wir haben dann hier eine Seitwärtsrange gesehen bis zu den News, zu den Non-Farm-Payrolls. Dann gab es eben hier den starken Ausbruch nach oben. Und Sie sehen, der S&P 500 jetzt just ein neues Tageshoch greift hier, und dann zoomen wir uns ein Stück weit raus, die Abwärtstrendlinie an seit dem Höchststand.
auch hier wieder JFD-24-Stunden-Indikation, aber wir steuern hier auf diesen Punkt zu. Das ist praktisch, was der DAX noch theoretisch vor sich hat. Und hier wird es eben interessant, inwiefern der Index es schafft, hier nach oben auszubrechen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er vor dem Wochenende hier einen Ausbruch vollzieht. Ich würde sagen, das müssen wir in der nächsten Woche nochmal aktuell bewerten. Aber wenn er hier rauszieht, dann hat sich hier sicherlich das Sentiment komplett gedreht. Ich mache das mal hier grau, weil ich da noch eher vorsichtiger bin. Aber aufgrund der jüngsten sehr, sehr dynamischen Bewegung könnte ich mir hier durchaus dann ein Verschnaufen vorstellen im Sinne einer vor dem Wochenende stattfindenden Konsolidierung. Und dann könnte man eben hier auch durchaus nochmal so einen Rücksetzer sehen. Das wäre eigentlich eine Paradeleistung. Ansonsten müssen wir das jetzt hier mal in dem Sinne blau gestrichelt machen, da hier die Setup oder das Setup hier wesentlich bullischer daherkommt als beim DAX. Also hier die Amerikaner, gerade der S&P 500 als Leitindex hier ganz, ganz vorn dabei. Der Dow Jones auch ähnlich mit Ausbruchsambitionen, aber ich analysiere hier eben den breiten US-amerikanischen Markt, der mir hier dann immer eine eher wichtigere Kennzahl ist für die Verfassung des amerikanischen Marktes als eben der Dow Jones. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt hier einfach mal sehen müssen, wie die Party hier noch ausgeht. Aber ich denke, S&P 500 hat hier gute Chancen, noch Richtung 2017, 2018 zu steigen. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal auf den Tageschart an. Denn, meine lieben Zuschauer, wir sehen, das, was ich gestern zugegebenermaßen im Sinne einer Erholung nicht wirklich präferiert habe, aber mit dem Ausbruch über 2081, über 2085 waren die Bullen im Prinzip am Zug. Wir nähern uns jetzt hier diesem Widerstandslevel so um 2113, 2114. Hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie muss ich auch gleich nochmal in den Chart zeichnen, seit dem Allzeithoch. Und da kommt es eben jetzt darauf an, was wir machen. Sie sehen die starke Tageskerze. Also das müsste heute schon ein Overrange-Day werden, also ein sehr, sehr starker Handelstag mit einem deutlichen Überschießen über die durchschnittliche Handelsspanne. Damit wir hier jetzt ausbrechen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Meinetwegen machen wir noch weitere Hochs, aber hier, denke ich, bleiben wir drunter. Ja? Um dann hier nächste Woche erstmal durchzuschnaufen und abzuwarten. Andernfalls, wenn wir hier rausbrechen, dann haben wir sicherlich für die kommende Woche dann neue Hochs vor Augen, was den DAX dann entsprechend auch weiter beflügeln müsste. Achten Sie darauf, wenn wir hier über das Hoch der Kerze vom 4. Mai 2021 rausziehen, dann wäre das sicherlich ein Kaufsignal. Nur dann ist es wichtig, dass hier auch eine ähnlich starke Kerze in Erscheinung tritt, denn es bringt nichts, wenn der Markt, wir haben hier das Allzeithoch, ein neues Hoch vom 27. April gesehen, ja, ein neues Hoch gemacht und dann Verkaufskerze, das hat hier weitere Verluste zur Folge gehabt. Eine ähnliche Situation wäre sicherlich, wenn der Markt jetzt hier ausbricht und dann wieder abverkauft wird. Aber hier, jetzt sehen wir es gerade wieder, ein neues Tageshoch, also unglaublich stark der Amerikaner und das kann, schrägstrich, sollte den DAX auch weiter antreiben. Und wenn der S&P jetzt hier signifikant ausbricht per Weekly Close über 2121, dann sieht es sehr bullisch wieder aus. Also man muss sich hier wie das Fähnchen im Wind dem Markt anpassen. Gestern der Ausbruch war im Prinzip als Reversal tatsächlich der Startschuss für eine weitere Erholung. Die Non-Farm Payrolls haben hier entsprechend den Markt weiter angehoben. Und jetzt schauen wir mal hier auf das große Bild. Hatten wir auch gestern im Blick. Ja. Sieht gut aus. Die langfristige Aufwärtstrendlinie seit 2009 ist verteidigt. Das war ja im Prinzip gestern die Ansage. Ich scroll nochmal raus. Hier diese seit dem März-Tief hier im Bereich 666 Punkte. Diese Performance, diese Aufwärtstrendlinie, die hier den Index zuletzt im Februar und davor im Oktober letzten Jahres sozusagen vor einer Korrektur bewahrte. Diese Linie wurde diesmal auch mit dem EMA 20 touchiert, erfolgreich touchiert. Und das ist der Punkt, was haben wir jetzt hier oben, was blinkt da so? Das ist der Punkt, warum der Markt im Prinzip auch jetzt sehr, sehr interessant daherkommt. Denn wenn wir uns den Index anschauen, hoppala, nochmal hier auf den Wochenchart, dann sehen wir, dass hier diese Trendlinie verteidigt ist. Die Non-Farm Payrolls haben es gerichtet. Es kam nicht zum Durchbruch. EMA 20 verteidigt auf Wochenschlussbasis. Die Trendlinie verteidigt auf Wochenschlussbasis. Und wenn wir jetzt noch rausziehen über 2112, dann sieht das alles sehr, sehr gut aus, dass der Markt hier Chancen hat, in Richtung weiterer Höchststände anzusteigen. Also warten wir mal ab, was passiert. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation. Und wir wünschen mal den Marktteilnehmern jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Alle, die dabei waren beim Ausbruch, Glückwunsch. Alle anderen auf neue Chancen setzen und lauern. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Nächste Woche geht es weiter mit JFD Live Trading TV. Ich wünsche Ihnen was. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und auf bald.